Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei, ihr Hurensöhne. Und damit herzlich willkommen zur 7. Folge der 2. Hier meine Maus. Das sind ja 7 Stück. Herzlich willkommen zur 7. Folge der 2. Kampagne von 7 Kampagnen. Insgesamt. Diese 7 hier. Also nochmal, herzlich willkommen zur 7. Folge der 2. Kampagne von 7 Kampagnen bei Warhammer 40k Space Hulk. Ich nehme mal ein Schlückchen Wasser. Jetzt. Ich achte darauf, immer genug zu trinken. So. Röpser will nicht raus. Sin of Damnation. Ich gehe mal auf der linken Seite auf Laden. Und mach direkt da weiter, wo ich gestern aufgehört habe. Und ich habe mich doch ganz gut geschlagen. Denke ich. Tut mir leid, ich fühle mich gerade etwas aufgebläht. So. Also hier ist der nächste, das ist der Chef von Squad Lorenzo, wenn ich das irgendwie mir richtig zusammenreime. Den muss ich dann als nächstes versuchen zu retten, aber es sieht schon ganz gut aus. Genau, hier oben Goril, der sollte hier zur Verstärkung jetzt mal hierher kommen, damit die Gänge, das ist im Endeffekt hier in der Runde, habe ich gelernt, das Entscheidende, die Gänge müssen abgesichert werden. Deswegen hole ich Goril jetzt von hier oben runter und hoffe so lange, dass hier unsere Jungs das überleben werden. Aber das sieht sehr gut aus. Ein was sieht nur nicht gut aus, und zwar dieser Gang hier. Jetzt im Moment ist er ruhig. Jetzt im Moment ist er ruhig. Aber, wenn hier jetzt welche kommen würden, wäre es halt scheiße. Aber Goril ist ja schon unterwegs. Und von hier oben können auch welche kommen. Deswegen etwas kritisch. Ich hoffe natürlich, dass da jetzt keiner kommt. Aber das hier ist zum Beispiel abgesichert, ja. Wegen dem. Wie heißt der Bruder Dino? Dieser Weg ist abgesichert. Und dieser Weg von hier unten, wo jetzt hier auch gleich einer angewatschelt kommt. Hier, diese roten Dinger. Dieser Weg ist ja auch abgesichert. Das ist ja okay. Nochmal, das Kritische jetzt ist dieser Gang hier, aber der sieht eigentlich gerade auch relativ ruhig aus. Sogar hier oben ist relativ ruhig, da sind nirgendwo gerade Viecher, aber da können ja gleich welche kommen trotzdem. Und dieser Gang hier ist auch sehr gefährlich, weil man weiß nicht, was die Viecher machen. Hier wäre es halt sehr scheiße, weil erst mit dem Rücken zu diesem Gang steht, und wenn du mit dem Rücken zu diesem Gang stehst, ist sehr, sehr scheiße. Also ich hoffe, dass ich das packe. Aber hier oben der Goril, der ist ja gleich da und der soll dann die Gänge absichern, und dann ist eigentlich alles sicher. Und dann, das ist jetzt so meine Planung für die Folge, dann gehe ich hier zum Lorenzo und schau mal. Da schaue ich mal. Ich mache mal rechts und Zug beenden, denn ich bin gespannt. Schade. Das ist jetzt... alles andere als gut, ich glaube. Jetzt ist meine ganze Planung für den Arsch, Leute. Und es kommen immer mehr. Jetzt ist meine ganze Planung im Arsch, Leute, und es kommen immer mehr. Ich lade nicht, weil an dieser Stelle denke ich mir natürlich, hey, warum soll ich jetzt laden? Ich lade nur, wenn die Folge zu Ende ist. Im Leben hat man nur eine Chance. Und ja, und wenn alles so einfach ist, indem man laden kann, dann lernt man auch nichts draus. Und gibt sich auch nicht so viel Mühe, finde ich jetzt. So, jetzt schaue ich mal.
Oh, strategische Ansicht. Wusste ich gar nicht, dass es gibt. Dass das gibt, nur zur Info. Ich habe hier rechts unten hier mal drauf gedrückt, hier auf dieses Symbol, wo meine Maus gerade kreist. Und das ist das. Okay. Also wir haben einen Bruder verloren und ist halt jetzt extrem scheiße. Claudio, geh mal dahin und mach mal ein bisschen Blutrache für einen Aktionspunkt. The machine spirits guide my fire. Ach, Scheißdreck. Jetzt bin ich wieder fast am Anfang wegen dieser Scheiße. Goril, du läufst da lang. Das war ja auch dein ursprünglicher Plan. Du gehst in Angriffsmodus. Und du rennst da jetzt... Ne, du gehst in Verteidigungsmodus. Genau. Und dann rennst du nächste Runde einfach mal hier durch. Weil mir reicht das jetzt gerade. Ich bin echt sauer jetzt gerade durch die Aktion. Ich mach mal Runde beenden. Ja, jetzt kommen nämlich von da gleich die Viecher und das ist extrem unangenehm. Und von da kommt auch eine Horde. Das ist behindert. Also nichts gegen Behinderte. So, du gehst mal hinterher hin, drehst dich so um. So, jetzt habe ich insgesamt noch... Okay, es sind drei Stück, das ist sehr, sehr schlecht. Jetzt habe ich insgesamt noch vier Aktionspunkte zur Verfügung. Einen normalen und drei extra Kommandopunkte. Die werde ich jetzt mal versuchen, um den Gang zu reinigen. Der erste Schuss hat getroffen. Genau, besser kann ich es nicht sagen. Okay, das ist sehr unangenehm. Du hast verfehlt. Du hast nochmal verfehlt. Du wirst sterben, wenn du nicht triffst. Gut, okay, jetzt habe ich alle Punkte verloren. Deswegen, er wird sterben, wenn das Alien ihn jetzt erreicht. Obwohl, nee, warte, ich habe... Ja, ich habe auch keine PSI-Punkte mehr. Das heißt also, ich kann... nichts hierhin zaubern. Wer in der letzten Folge aufgepasst hat, weiß, wovon ich spreche, dass der Gang blockiert wird. Das ist nämlich hier, wo meine Maus gerade ist, diese vier blauen, dieses Auge, dieser Wirbel, Strudel und so ein Scheiß. Ja. Okay, kann ich nicht einsetzen, aber ich kann hier mal das Feuer öffnen. Und dich wieder in Vollbereitschaftsmodus setzen. So, Claudio, was machst du? Zwei Schritte. So, Verteidigungsmodus. Und Zug beenden, weil zum Beispiel Goril, den würde ich eigentlich auch in Verteidigungsmodus gerne setzen. Der hat aber jetzt gar keine Punkte mehr, also Bon Voyage. You shall be cleansed. Wenn jetzt kommen auch noch von da welche, es ist so abartig. Aber ich glaube, ich habe zumindest ein bisschen Glück wieder, ein bisschen. Ja, mach mal Energiefaust. So, und den hier noch weg, bitte. Ich habe auch gut gewürfelt. Links unten Kommandopunkte. Das sind ja diese Kommandopunkte, sind ja diese extra Aktionspunkte in anderer Farbe, die jede Runde neu ausgewürfelt werden. Habe ich gerade komplett, fast komplett voll. Einer fehlt. Also 5 von 6 bekommen, in den Arsch geschoben bekommen. Zum Glück. Geschenkt bekommen, will ich damit sagen. Fürs Nichtstun. Das kann mir den Arsch jetzt extrem retten. Du darfst jetzt einfach schießen. Und du darfst gerne nochmal schießen. Und jetzt sind ja deine Aktionspunkte eigentlich leer, aber dank diesen orangenen... Ja, ja. Schön, dass du auch was dazu sagen willst. Dank dieser orangenen Kommandopunkte kann ich ihn jetzt einfach nochmal drehen. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, für diejenigen, die das natürlich nicht schon seit Anfang angucken, denen das vielleicht zu langweilig ist.
jetzt das erste Mal einschalten. Diese Kommandopunkte sind natürlich extrem geil. Die ich dann habe. Vollbereit. Ja, genau. Vollbereit bist du. Und, wie mache ich jetzt am besten weiter? Du gehst auch auf Vollbereit. Und Vollbereit heißt halt, der schießt jetzt alles auf alles, was sich automatisch bewegt, ohne dass ich extra Punkte zahlen muss. So. Mein Freund, du machst jetzt Folgendes. Du gehst jetzt hier mal rein. Ganz langsam, Stück für Stück. Einmal gehst du noch nach vorne. Und dann hast du genau zwei Punkte wieder übrig, nämlich hier unten und links. Und gehst in Verteidigungsmodus. Und wenn du krepierst, ja, dann ist die Mission echt für den Arsch, weil dann weiß ich echt nicht, wie ich das machen will. Dann habe ich auch gar keine Deckung mehr. So, im Moment besteht meine Deckung ja aus denen hier. Und der hier hat die Aufgabe, den hier wieder zu beleben. Aber wenn der fallen sollte oder sterben sollte, dann dauert es auch nicht lang, dass der hier stirbt und die anderen. Und das will ich natürlich vermeiden. So, also hier. Claudio hat ein sehr schweres Los gezogen. Greift den mal an. Drive them back. So. Dann lauf hier hin. Dreh dich um. Greif ihn an. Lauf hier hin. Moving. Töte ihn. Lauf hier hin. Objective locked. Und töte ihn. Gut, das ist jetzt das Ende des Spiels. Denn ohne Verteidigungsmodus ist Verteidigen jetzt gleich, wenn ich den Zug beende, sehr schlecht. Scanning for enemy movement. Watching for enemy contact. Weapon at the ready.
So, herzlich willkommen zum neuen Versuch. So, der hier liegt gleich direkt an der Tür, aber auch wenn er nicht da liegen würde, ich habe gerade schon im Kopf überlegt, warum ich, oder mich im Kopf gefragt, warum ich das nicht schon vorher gemacht habe. Direkt hier in den Raum und hier oben, aber erst in den Raum hier unten reinzugehen. Das hätte ich eigentlich, warum ich darauf nicht gekommen bin, da bin ich echt blöd. Weil der Raum liegt doch hier viel näher. Ja, ja, ja! Advance, Brothers. Hier, wenn der Blaue stirbt, ist übrigens vorbei, ne? Der hier, den habe ich gerade geweckt, der kann sich jetzt erstmal eine Runde nicht bewegen. Ich versuche auch übrigens ein bisschen auf Äpfel umzusteigen. Du schießt die Tür auf. Ich habe mich verklickt. Securing area. So, du machst eine Energiebarriere hier unten hin. So, das heißt, da kann nichts vorbeilaufen. Hat mich 2 PSI von 20 PSI hier unten am Bildschirmrand zu sehen. 2 Stück von 20 gekostet, das heißt, ich liege jetzt nur noch bei 18 PSI. Aber dafür können die jetzt hier nicht durchlaufen. So, Zug beenden. Bitch. The machine spirits guide my fire. Target. Ich habe auf jeden Fall was zum Knabbern dabei. Ja auch. So, du Spacko. Energiebarriere. So, du gehst da hin. Du belebst deinen toten Bruder wieder. Und schwingst deinen Arsch da hoch. Affirmative.
target. So. Psi-Sturm kostet mich 3 PSI, warte. Großer Psi-Sturm kostet mich wahrscheinlich noch mehr. Aber. Da könnten jetzt einige drauf gehen. Mach mal. Und jetzt schießt du noch. Und das war mal ein Multikill, wie es im Buche steht. Ja, du darfst dich freuen. Das war ein Multikill, wie es im Buche steht. 1, 2, 3, 4, 5 Dinge. Also keiner würde so viel killen. Also Psioniker können, wenn man sie richtig einsetzt, doch die mächtigsten sein, muss man sagen. So, für ihn wird es jetzt aber gefährlich. Geh mal 2 zurück. Advance, Brothers. Nochmal 2 zurück. Objective locked. So, und du gehst nach vorne. Und nochmal nach vorne, du. So, genau, du gehst nochmal 2 nach hinten. Und nochmal 2. Und von den allerletzten 2 Punkten, die ich links unten übrig habe, noch Bereitschaft. My aim is true. Ja, das wollte ich hören. Das sollte er auch sein. So, und du Spacko, du drehst dich jetzt halt noch, falls von da was kommt. Und du hast ja noch Punkte übrig. Du darfst noch ein bisschen Action ausüben und in Bereitschaftsmodus gehen. So, und du kannst jetzt eigentlich auch mal die Tür öffnen. Ja, das wollte ich doch hören, das wollte ich doch hören. Oh, weg den mal. Gut, Zug beenden. Bitch. Multiple targets acquired. Das ist schon heftig, wie viel der killt. So, du gehst erstmal einen Schritt zurück. Nochmal. Machst eine Energiebarriere hierhin. Dass da nichts durch kann. Jetzt hast du leider noch 9 PSI, eben war es noch 11 und gehst nochmal einen Schritt zurück. So, du gehst einen Schritt nach da. Du gehst einen Schritt nach hinten. So, du gehst in Feuerbereitschaft. Flank secured. Und du gehst in Feuerbereitschaft. Securing position. So, und ihr kommt mal oben lang gewatschelt. Und der Claudio auch. Den Claudio hier, der hat Nahkampfwaffen, den kann ich nicht gut einsetzen. Deshalb werde ich den wahrscheinlich als ersten verheizen.
Ja, da freust du dich schon, ne? Ja, ja. Zug beenden. Initiating attack protocol. They are close, brothers. So, was macht der Kalistarius? Der geht nochmal einen Schritt zurück. Und nochmal. So. Was kann er machen? Er kann hier noch mit Vorahnung, kann ich mal machen, warte. Mal draufdrücken. Da, wo meine Maus gerade ist, unten. So. Jetzt, was ist passiert? Für alle, die es nicht gesehen haben, können nochmal 5 Sekunden zurückspulen. Ich sag's aber auch nochmal, ich habe jetzt hier links unten 2 Kontrollpunkte, vorher hatte ich nur einen, also, und dafür habe ich aber ein PSI geopfert. So, dann tue ich ihn jetzt in Overwatch. Und der hat übrigens eine sehr, sehr geile Axt in der Hand. Die ist, glaube ich, der trifft nicht so gut. Wobei es nur eine Vermutung ist. Wie zum Beispiel der Claudio hier mit seinen Händchen, mit seinen Krallen. So, du gehst 4 Schritte vor. Du gehst hinterher. Und ja. Zug beenden, Bitch. Tschüss. We have movement. Ja, das Spiel ist schon extrem geil, weil es fordernd ist. So. Ja, genau, du gehst einfach. Du gehst hinterher. Overwatch. Ja, genau. Also, was ich jetzt tue, ich tue die 3 wieder in Overwatch-Modus. Dass die alles abknallen, was denen in den Gang kommt. Und so ist es halt nochmal zur Erklärung. Dieser ganze Gang ist jetzt abgesichert. Dieser Gang ist abgesichert. Und dieser Gang ist komplett bis da hinten abgesichert. Ach ja, gut. Acknowledged. Objective logged. The enemy will fall before me. So, das, was ich jetzt gemacht habe, habe ich nur gemacht, damit die hier abgewehrt werden, die da oben jetzt lang wollen. Protocol initiated. Going into Overwatch. Finde ich cool, dass die alle dieselben Stimmen haben.
immer was zum Knabbern dabei mit DJ Big MCs, Big Macs, Let's Plays. They will fall. So, du machst eine Energiebarriere. Und zwar hier unten hin. So, die können dann schon mal sich nicht bewegen. So, Dino, du rennst, du sprintest. Goril, du sprintest auch. So, Omnio, du schießt. Claudio. Omnio zwei Schritte nach hinten. Overwatch reicht es leider nicht mehr. So, Claudio, du bist auch da mit deinen Clown. So. They will fall. Jetzt kann mir eigentlich nicht mehr viel passieren. So, du stehst dann schon mal richtig, Bruder Dino. Und zusätzlich darfst du dich noch in Overwatch begeben. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Guriel. Taking position. So, Omnio, du kleiner Wicht. Einmal daneben. Zweimal daneben. Dreimal daneben. Viermal daneben. Let them fall before us. Das ist die logische Reihenfolge. So. Ich beende meinen Zug. Tschu-tschu. Feuer. None shall survive. Ja, sehr gute Arbeit, Omnio. With all due haste. Goriel. So, Omnio, Moodwalk und Overwatch. Affirmative. Du auch Overwatch. Du auch Overwatch. My aim is true.
Und du auch Overwatch. Achso, geht nicht. Keine Punkte mehr. Gut, dann läuft mit Claudio. Also Claudio ist wie gesagt der, den ich verheizen wollte. Der ist so immer der, der vorne durchrennt und die anderen sichern ihn ab. Sieht man auch jetzt gerade sehr schön. Zug beenden. So, erstmal ein bisschen säubern. Verfehlt. You shall be cleansed. Fall by my hand. Overwatch. Securing area. Ja! Overwatch. Zwei Schritte zurück. Move. Ja! Overwatch. They will fall. So. Du kannst erst über nächste Runde ihn wiederbeleben. Tut mir leid. So. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Die meisten kommen auch hier immer von hier unten, habe ich das Gefühl. Also von hier und von dort unten. So. Dreh dich um. Und beleb deinen Kameraden wieder. Da ist er, Zeil. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich ihm seinen Arsch rette. Nachher schuldet er mir aber echt was. Gut. So, Claudio, du bleibst da. Let them come. Scanning for enemy movement. Lass sie kommen. So, nächste Folge überlege ich mir dann. Unbreakable faith. Nächste Folge überlege ich mir dann. Also jetzt die erste Phase ist sozusagen schon mal gut da, aber wo ich jetzt schon wieder das nächste Problem sehe, ist nämlich die Phase 2, nämlich die Evakuierung. Ich muss ja alle hier sicher an diesen Punkt bringen und da wird es, glaube ich, gleich ein bisschen scheiße.
Weil, wenn ich mit denen hier... hier durchlaufe, hier unten durchlaufe. Ich kann natürlich auch oben, ich glaube, das wäre auch schlauer. Hier unten durchlaufen würde und dann hier hinlaufen würde, dann könnten immer noch ganz am Ende, ganz kurz, deswegen ist ja auch wahrscheinlich so viel Blut. Nee, war nur ein Spaß. Deswegen könnten ganz am Ende, bevor ich hier ankomme, immer noch von dort die Viecher einfach schnell hier durchlaufen. Weil, wie man hier sieht, ist ja hier einfach eine Tür. Und hier ja auch, also es wird halt sehr, sehr scheiße. Aber ich glaube, da kommt dann halt unser Flammenwerfer-Typ ins Spiel. Aber das wird halt echt asozial. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Warte mal, was ist das Ziel? Was steht links oben? Drei Space Marines wecken. Das habe ich schon geschafft. Das habe ich schon geschafft. Level mit Skripto und zwei Terminatoren verlassen. Okay. Das heißt, den blauen hier. Und dann noch zwei andere Dumpfbacken. Ja, die zwei halt hier, die zwei. Mit denen laufe ich dann irgendwie. Ja, das wird richtig scheiße. Flammenwerfer-Typ, der soll die dann irgendwie grillen? Nee, oder? Ich laufe mit den beiden hier durch. So, dann töte ich die beide. Belebe den hier wieder. Keine Ahnung, aber darum geht es ja nicht, dass ich den wiederbelebe. Aber was wichtig ist, mit den zwei laufe ich hier unten durch. Töte die beiden. Dann mit dem hier oben verteidige ich nach hier. Und nach hier. Das müsste gehen, wenn er sich immer hin und her dreht. Es kann natürlich aber auch nach hinten losgehen, aber das werde ich ja dann sehen. Ich glaube, es wird echt nach hinten losgehen. Ach, leck mich am Arsch. Warum mache ich es nicht einfach so? Der hier sollen erstmal ihre Positionen tauschen. Und so. Hey, das ist doch so... Hey, was soll ich machen, dich? Wenn ich mit dem jetzt da oben weggehe... Ja, ich glaube schon, dass einer auch reichen wird. Ja, ich gehe mit dem Blauen dann hier runter und dann laufe ich einfach mit den dreien hier lang und laufe gleichzeitig noch mit den zweien. Und so einem gewaltigen Ansturm können die da nicht entgehen und dann bringe ich den Skriptor da wieder raus und und dann noch die zwei Spackos dazu, hier der Goril und der Dino oder vielleicht auch noch jemand von denen hier unten oder den hier, ist mir auch scheißegal. Das Ziel ist nur, ich muss den Skriptor-Leben durchbringen und zwei Terminatoren. Vier habe ich wiederbelebt, das ist, habe ich meine Aufgabe sehr gut gemacht. Und Moment, ich speichere schon mal ab. Und dann muss ich, wie gesagt, nur noch den Skriptor und zwei Spackos entkommen lassen. Hier hinlaufen lassen und dann... habe ich das soweit schon... Denke ich schon, dass ich das packen werde. Hier die 7 Kampagnen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Tschüss.